Sag hallo. Nein. Ja, okay, dann mach's ich halt. Und herzlich willkommen zu Borderlands 2 auf der PlayStation 3 mit niedriger Grafik und ganz, ganz böse. Ich weiß, wie du... Ich will nicht. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. An alle Zuschauer, helft mir. Nein, helft mir. Er hat immerhin seinen PC. Ich habe gar nichts. Ich habe nur eine PC. Ich öffne jetzt ein Konto, da könnt ihr alle spenden. Und wenn wir das Geld haben, dann können wir Grievous einen guten PC kaufen. Er braucht das Geld. Ich meine, er hat nicht mal einen Fernseher. Er schaut die ganze Zeit nur auf die Verpackung von Borderlands. Ja, und Spiel nehmen wir jetzt gerade um. Was? Also, ja. Also auf die Verpackung und dann klicke ich halt immer auf die Bilder und dann passiert irgendwo bei dir irgendetwas. Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, aber es funktioniert. Egal, nicht genug vom Rumgeheul, ich habe mich wieder gefunden und ich denke, wir könnten jetzt anfangen, nicht wahr? Genau. Boah, schaut euch, ich will jetzt nur kurz zeigen, da hinten ist Claptrap und schaut euch die Grafik an. Also wenn das keine gute Grafik ist, dann weiß ich auch nicht. Also. Ja, dann stell ich mal vor, das auf dem PC aussieht, so richtig schön Full HD, 60 Frames. Das wird so schön. Ah, du hast mich auf eine Idee gebracht, aber ist egal. Neues Spiel. So, du willst also noch eine Geschichte? Nein, ich will keine Geschichte hören. Eine, in der sich das Schicksal von Pandora entscheidet. Wenn nicht, Pech, ich erzähle sie dir trotzdem. Es begann mit der Kammer, ein Alien-Gefängnis, zu öffnen mit einem mystischen Schlüssel. Die Krieger, die die Kammer öffneten, fanden jedoch zu ihrer Enttäuschung nur einen Haufen Tentakel vor. Tentakel. Sie zogen davon, überzeugt, dass die Kammer keinerlei Schätze enthielt. Sie irrten sich. Die Öffnung der Kammer führte zur Bildung von Iridium, einem kostbaren Alien-Element. Bald tauchte das seltene Mineral überall auf Pandora auf. Sein Vorkommen lockte viele an, auch die Hyperion Corporation. Hyperion kam nach Pandora, um Iridium zu schürfen und für Ordnung auf dem Planeten zu sorgen. Bei Grabungen stieß Hyperion auf Hinweise auf eine noch größere Kammer. Ihr Boss schwor, sie zu finden und ihre Macht zu nutzen, um die Borderlands zu zivilisieren. Aber nicht nur Hyperion hat es auf die Macht der zweiten Kammer abgesehen. Dem Lockruf von Gefahr und Beute ist nicht leicht zu widerstehen. Bestimmte Krieger kamen in Scharen nach Pandora, um ihre Geheimnisse zu ergründen. Manche nennen solche Typen Abenteurer, andere Narren, ich nenne sie Kammerjäger. Unsere Geschichte beginnt mit ihnen und mit einem Mann namens Handsome Jack. Handsome. Die Musik wird sicher gesperrt wieder. Was denkst du? Ach, nicht Short Change Hero. Ich glaube, der war wirklich gamerfrei. Okay. Hoff's mal. Na, ich liebe es. Das Gag hat ein bisschen viele Ecken und Kanten, aber sonst ist gut.
Hi Grievous. Sehe ich dich sexy aus? Nein. Lustig ist, er sagt Freunde, aber untersteht ein Untertitel steht ihr Knirpse. Keine Ahnung, das ist Vicky im Bereich. Ah ja, Charakter wählen. Ah ja, Alter. Und wir haben das natürlich schon ganz toll professionell ausdiskutiert. Also, ich bin, wie bei Borderlands 1, der Typ, der überall sinnlos drauf prügelt. Und ja, also... auch wenn ihr nicht wisst, wie Grievous aussieht, genauso wie Maya. Ja. Oder? Ja. Also nicht genauso, er muss natürlich noch ein paar Sachen ändern, wie Haare und so, aber... Ja, ich da lassen wir uns jetzt mal überraschen. Ich sehe mal, weiß ich, wenn du... Daniel hat zwar einen speziellen Wunsch, wie die Maya aussehen soll, ich habe mir vorher gefragt. Und da ich jetzt auf dem Server würde ich seinen Wunsch nicht so berücksichtigen, wie er es gesagt hat, naja... Seine Maya sieht einfach trotzdem hässlich aus. Ich zeig's einmal im LP, aber mit dem Spiel werde ich so nicht. Muss ich einmal sehen. Ich weiß gerade nicht, welchen Kopf soll ich nehmen? Ja, sicher, den nehme ich, der ist doch genial. Lutsch das Knochenmark. Wer hat das geworfen? Kann nicht. Saug meine Rippen. Creep. Schlitz den Feig. Ja, wir hätten auch andere Teams nehmen können, wie Exton und Zero, aber Daniel und Patze, weil der... Halt die Klappe! Wenn der das ist grad... garantiert noch... Ja, auch... Schaffen einen Kackzug. Ich riech mich selbst. Creep, wunderbar. Schmerzeinspritzung. Verdammt. Ich kann nicht... Nee, aber zwing mich nicht dazu. Schmerz ist alles. Verbindest du Trottel. Nicht mein Kamm. Also, egal, es ist fast fertig. Oh mein Gott, ich will da schaffen im Kackzug sein. Perfekt. Ja, Namen habe ich jetzt keinen gegeben. Egal. Okay. Meiner ist auch eine Maya. Na toll, noch ein toter Kammerjäger. Handsome Jack war fleißig. Moment, du bist nicht tot. Ja, jetzt komme ich von diesem Gletscher runter. Claptrap, dein metaphorisches Schiff ist endlich gekommen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ein CL for PTP Stewardbot. Aber meine Freunde nennen mich Claptrap. Oder sie würden mich so nennen, wenn sie noch leben würden. Oder je existiert hätten. Oh, ich hab da was für dich. Kleffel, belieb dich. Hier, nimm diesen Echo-Communicator, den ich ganz sicher nicht bei einer dieser Leichen abgenommen habe. Er ist mit einem Klasse 12 Heads-Up-Display und einer Minikarte ausgestattet. Und jetzt, mein Freund, schaffen wir dich rein. What the fuck? Fantastisch. What the fuck, Link? Wenn ich den Kammerjäger getroffen habe, kann ich mich... Jetzt ist mir schwindelig. Ja, wir sehen uns. Oh, wir sehen uns. Oh, ich weiß, warum wir Creep und Maya genommen haben. A, passt ja schon mit dem Kurzfilm, in dem Creep vorgestellt wurde, und B... Ich erkläre dir beide. Wer ist das? Gewiss, es gibt einen Grund, dass du noch lebst, und ich bin hier, um dir zu helfen. Ja, und hier Exton, besser Mr. Audagon und Zero ist halt quasi ein Team, das ist schon Patz und Daniel vorbestimmt.
Also, oh, und ganz ehrlich, wer gibt ein Pick auf Gates schon selber Läuse, von daher. Ich wäre dafür, ich schau mir das mal an, was. Aber ich stelle dann. Ich will noch dazu sagen, ich habe noch nie mit Creek gespielt. Und ich auch nie mit Maya. Ich habe quasi Borderlands 2 schon mal bis Level 14 gespielt, aber mit Zero, weil wie gesagt, Zero ist da. Also ich spiele mal meinen persönlichen Audiolog ab. Ja, und eben, ich habe es auch. Ich glaube, wir haben es. Wie weit hast du es gespielt, das Ganze? Die Hälfte der Leute will mich verehren, die andere Hälfte will mich als Studien ausliefern. Trotzdem, nette Abwechslung zum Kloster. Die stechen einen die Schufte wenigstens von vorne nieder. Ich habe keinerlei Informationen über Sirenen gefunden. Was mich die Geschichte der Sirenen am nächsten gebracht hat, sind Legenden einer Alienkammer. Das bringt mich nicht viel weiter, aber immerhin ein wenig. Wenn ich diese Kammer finde, finde ich vielleicht heraus, wie zum Teufel die Sirenen herkommen. Oder ich gebe mir noch 5 Minuten die Kugel und beweise, dass Bruder Harker recht hatte. Mal sehen, wie meine Woche ist. Könnte ich mal sehen, wie meine Woche ist. Mit der, ich hab's quasi bis an der Stelle gespielt, wo man hier jetzt wo ist denn das? Zum ersten Mal auf Rowan trifft. Sind die einfach in diesem Gebiet versteckt, oder was? Nee, Audiolog hast du in deinem Menü im Rucksack, das erste. Nee. Ich? Nee. What the fuck? Nee, hier, ich hab keins. Komisch, muss das dabei eingeschaltet haben. Sag mal, erstmal schauen, was es hier überall gibt. Nee, echt keins. Nee, keins. Ja. Das wird lustig. Naja, wie gesagt, wir haben alle Addons. Alle 4 Story-Jäger-Addons, also hängt ab, was. Es gibt doch noch mehr, oder? Ja, und gibt's nicht noch diesen Kammerjäger rauszuholen, wir sind halt eher auf Level 30. Und wie gesagt, also noch hat sie keiner von uns, aber wir holen sonst beide und zeigen die Augen noch. Sprich, damit wir Borderlands 2 ein richtig, richtig schön langes LP. Alle Addons, alle kammige Herausforderungen. Creek und Maya, eine Sirene, die aufhängt, eine Schlampe ist wie Lilith. Abwechslung! Freundschaft ist Hass! Voila, wenn ich eigentlich irre. Nein! Was hast du getan? Wieso? Ich habe mehr Leben jetzt. Ja. Du hast noch mehr. Oh, schon wieder mehr Schlecks. Hey, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Umdrehen. Ja, wir sehen da schon einen ziemlich großen Unterschied zu Lilith, also. Oh yeah. Mhm. So, jetzt haben wir genug Zuschauer gewonnen. Jetzt können wir weitergehen. Ich will jetzt müssen wir bei Claptrap's Fire aufpassen. Ich hab mal gehört, es gibt hier irgendwo im Borderlands 2 so eine geheime versteckte Mission. Da kann man irgendwo in einem Feuer in der Nähe von Claptrap den Ring von Sauron aus Herr der Ringe finden. Da gibt es quasi so eine Mini-Quest-Reihe. Ja, aber ich habe, das weiß ich schon, aber ich habe ihn nie gefunden. Ich auch nicht. Aber ich weiß, wo es ist. Das ist im Haus dann drin halt. Kommst du? Ja, ich schon. Ich hole noch überall in den ganzen gefrorenen Wäldern. Naja, stimmt, hier hat sie noch. Boah, Gesundheit. Du hast nichts mehr da vorne. Ach, da oben. Ja. Wir haben es beide noch nicht durchgespielt. Ich habe die Hauptstory durchgespielt. Ich habe nur bis zu Rowan's, bis uns zu alte Rowan trifft. Und da oben ist die Helios. Ach, Borderlands the Pre-Sequel. Welches ist deine Lieblings Firma aus Borderlands? Wenn ich jetzt so sagen müsste, Hyperion. Also weil man halt am meisten Zeit mit ihm verbracht hat. Ja. Ich mag Atlas. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag Atlas am meisten. Ja, die dürften ja quasi in späteren Teilen nicht mehr vorkommen. Die wohnen ja jetzt in Tales und der Borderlands, hat man ja gesagt, weil das der letzte Forscher, der noch am Leben ist. Den Fähnchen und Co. übrig gelassen haben. Aber trotzdem mit Tales of the Borderlands, nur von der Technik her, was Atlas hat, finde ich sie nur noch cooler. Und klar, sie sind einfach cooler. Hyperion besteht nur aus irgendwelchen Arschlöchern. Frag mich hier, was quasi aus den, ob man auch die anderen Firmen mal genauer machen will. Naja, nicht. Also Torg ist ja mit dem Addon hier. Genau, ein bisschen genauer. Pre-Sequel, Dana Dogen Pre-Sequel sein Auftritt mit Sabaton und so weiter. Ja, und Jacob hat ja auch
Ist das ja, in diesem im ersten? Ich habe Jake in dem NetEdder, die noch kein aufgeklatten waren, S&S, also sprich die Nazi-Firma. Dann ja, aber sie sind nicht wichtig. Die wichtigsten sind eh Hyperion, Dahl und im ersten halt Atlas. Ja, doch hat auch noch keinen Auftritt. Wie gesagt, ich mag Atlas. Sie haben die coolsten Truppen. Es klingt dumm und ich sollte mal Sachen einsammeln und nicht nur herumher reden. Ach, die ganzen... Klasse. Ich weiß auch nicht, ich mag... Es klingt dumm, es klingt echt dumm, aber ich mag die Crimson Lands. Also nur vom Design her finde ich, sie sehen einfach ziemlich cool aus. Ich hatte mit denen auch nie wirklich ein Problem, auf keinen Fall so häufig wie Daniel und Patze. Das ist ja schon... Daniel und Patze gegen die Crimson Lands ist ja schon Kultstatus. Ja, schau, hier drin sollte er sein, habe ich, also, warte mal, nee. So, was ich gesehen habe in YouTube. Fresse jetzt, ich mag dich nicht. Oh, jetzt weiß ich, wie Claptrap von innen aussieht. Muss mal da in Claptrap rein und dich dann ducken.